Frau Magister Obenaus, Sie haben sich schon lange Jahre jetzt mit dem Thema Pilates beschäftigt. Es hat sich ja da auch was weiterentwickelt. Pilates ist nicht mehr so puristisch zu verstehen. Sie waren ja auch in Amerika deswegen und haben gesehen, was dort unter Pilates mittlerweile alles möglich ist. Ja, das stimmt. Meine Pilates-Karriere, wenn man so sagen kann, hat begonnen, wie ich in Kanada war, circa 6 Jahre. Und dann habe ich meine Pilates-Ausbildung begonnen bei Juliana Afram in Hamburg, wobei das bereits Power-Pilates war und etwas abgerückt vom klassischen Pilates, wie es Hubertus Pilates vor 90 Jahren bereits begonnen hat. Er ist ja ein deutscher Trainer, der nach New York ausgewandert ist und das dann weiterentwickelt hat. Und ich habe daraus mein eigenes Lifetime-Pilates gemacht. Was ist der Unterschied? Ich möchte Pilates erstens einmal in den Alltag integrieren. Ich verwende hauptsächlich Mattentraining mit Kleingeräten und das Ganze in der Schule, im Verein und eigentlich auch für Athleten. Das ist mir mein Hauptanliegen. Was ist Pilates eigentlich? Pilates ist ein körperliches und geistiges Training, also physisch und psychisch. Sehr konzentriert, kontrolliert, wobei ich dabei nicht nur den Körper, sondern auch den Geist trainiere. Trainiert wird bei Pilates die innerste Bauchmuskulatur, also das Zentrum. Das sind diese stabilisierenden kleinen Muskeln entlang der Wirbelsäule, der innere quere Bauchmuskel, das der Hauptmuskel ist, beim Powerhouse, wie es genannt wird, der Beckenboden, das Zwerchfell, aber auch die Lendenmuskeln, das Gesäß kommt dazu. Aber es ist ein sehr differenziertes Training im Unterschied zum Fitnessstudio, wo man die globalen Muskeln trainiert. Und das unterscheidet sich dann ein bisschen von dem herkömmlichen Training. Also es können auch Menschen zu Ihnen kommen, die nicht voll austrainiert sind? Natürlich. Und das ist auch das Anliegen, was ich jetzt bei meinen kommenden Kursen mit meiner Schwester vorhabe, dass ich einerseits im Einsteigerkurs solche Leute anspreche, dass wir sanft beginnen, wirklich mit ganz langsamen, einfachen Übungen, bis zum fortgeschrittenen Kurs, der dann natürlich auch schon ein bisschen herausfordernd ist, wo wir dann auch instabile Unterlagen verwenden, wie Bälle oder Rollen. Und das macht es für mich so interessant. Ich habe Bilder gesehen und auch Filme. Es dürfte auch Spaß machen, Pilates. Ja, natürlich. Und vor allem in der Schule, ich unterrichte ja in einer Handelsakademie, mache ich auch Pilates mit den Schülern. Und sie lieben es erstens, weil es sehr entspannend auch sein kann, nach Schularbeiten, nach Prüfungen. Aber auch mit den Kleingeräten sehr variantenreich und sie erfinden da ihre eigenen Übungen. Das macht ihnen sehr viel Spaß. Und das ist ganz wichtig, dass die Leute, die Schüler, auch die Menschen, ihren Körper kennen und die Stabilität aufbauen vom Zentrum aus. Und das ist der Unterschied zum herkömmlichen Training, dass bei Pilates, man kann sich das so vorstellen, wie in einer Mikrowelle von innen nach außen trainiert wird. Also zuerst die kleinen stabilisierenden Muskeln und dann erst die großen. Und das bringt ein verletzungsfreies Trainieren, ein besseres Bewegungsgefühl, größeres Körperverständnis und auch Spaß dabei. Ja, es ist wirklich ganz wesentlich jetzt, dass das auch in den Spitzensport kommt. Und da habe ich aufgrund meiner Trainertätigkeit in der Skihandelsschule auch Anfragen gehabt vom ÖSV. Ich war mit ihnen auf Trainingslager und sie haben auch Pilates trainiert, wie eine Elisabeth Görgel oder Götschl. Und jeder hat für sich seinen Bereich gefunden und ich glaube, dass das auch wesentlich ist. Darüber hinaus mit Fußballern, mit Tennisspielern und natürlich auch in der Lehrerfortbildung ist es jetzt ein großes Thema und mittlerweile kennt wirklich jeder Pilates. Auch die Physiotherapeuten und Ärzte, Gott sei Dank.